Tag 3 auf dem Trail. Ihr habt schon gesehen, fühlt sich an wie minus 4 Grad. Das kann ich auch nur bestätigen, wenn nicht sogar noch kälter. Hier ist schon mal das Werkzeug. Und dann gehen wir auch ganz schnell Richtung zum Sprung, den wir heute bauen wollen. Hat mal wieder geschneit. Es ist saunass, weil der Schnee jetzt kein richtiger Schnee mehr ist, sondern eher so ein Schneeregen. Alles momentan ein bisschen blöd, aber zum Bauen dürfte es eigentlich reichen. Aber gehen wir mal hier über die Landung drüber und da unten den Sprung. Den werden wir jetzt weiter bauen. Der war eigentlich schon mal fertig. Ich habe den jetzt aber nach hinten gesetzt, weil der ein bisschen kurz war, fand ich. Vorher war er da hinten zu Ende, hier irgendwo zu Ende. Dann haben wir knappe 10 Meter, genau. Und dann kommt von da noch ein Trail runter, wo ungefähr da dann der Sprung oder nur ein Stück weiter vorne der Sprung ist. Und damit man zwei Optionen hat. Und hier kommt dann so eine Art Anliege rein, an den Sprung dran. Dürfte ganz nice werden, genau. Und davon gibt es jetzt Timelapse. Also ich habe jetzt hier den Sprung fertig geshaped, bin eigentlich ganz zufrieden. Auf der Seite ist der ein bisschen flacher, weil ich hier noch den Anlieger so andeute. Den werde ich nicht komplett damit bauen, aber hier unten so das Stück, dass der hier so runterkommt und dann da rausgeht. Genau, aber sonst bin ich mega zufrieden mit dem Sprung. Because of the work that we did in the past, when we went to hours, you barely got breath. So I get the realm and we didn't finesse. So I get the feelings that we might be. Momentan sehr viel am Regnen. Wir werden jetzt erstmal ein paar Wasserabläufe basteln. Der Spitzhacke von den Sprung. Und dann nehme ich euch jetzt ein bisschen mit. We be the best, best. Yeah, we be the best. Well, yeah, we be the best, best. Yeah, we be the best. Hey, yeah, we be the best, best. Hey, we be the best. Yo, you wanna come on my desk? Well, you want to see we the best. Hey, you'll see that we're the best. Yeah, so I suggest. Gibt's von dem Sprung keine Timelapse. Und der Akku ist jetzt auch gleich leer. Let's go. Gar keinen Bock. Aber an sich wird hier noch ein bisschen abgetragen jetzt. Sprung aufgefüllt, dass man den fahren kann. Die zwei Dinger noch abgeschnitten. Und dann kann man den auch. Diesmal vergesse ich nicht die Abmoderation. Wir haben jetzt hier den Sprung fertiggestellt, den Anlieger fertiggestellt. Und wenn du den Sprung dann springst, kommst du auf die Landung, runter in den Anlieger. Und wenn du den großen, das sind jetzt wirklich knapp 10 Meter, fährst, kommst du genau auf den gleichen Anlieger drauf. Jetzt werde ich hier noch weiter weg machen, aber das erspare ich euch einfach mal. Und ich würde sagen, das Video heute ist zu Ende. Es waren jetzt sogar 2 Tage, wo wir den Anlieger gebaut haben, den Sprung geschippt haben und den Sprung gebaut haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Like nicht vergessen, Kommentar da lassen und wenn ihr Bock habt auf mehr solche Videos, abonnieren. Die abonnieren könnt ihr später wieder. Genau. Jo, das ist neu. Wenn ihr noch hier seid, könnt ihr in der Mitte jetzt abonnieren. Links und rechts sind noch 1-2 neue Videos von mir. Jo, haut rein, bis zum nächsten Mal dann.